Bei Asmodee haben wir auch Splendor Duell hier liegen. Das ist ein Zwei-Personen-Spiel von Splendor. Funktioniert ein bisschen so ähnlich, aber natürlich auch wahrscheinlich wieder komplett anders. Ja, genau. Also hier hat wieder der große Meister des Zwei-Personen-Spiels Bruno Catala gewirkt und er hat aus dem durchaus für zwei Spieler geeigneten Grundspiel Splendor eine reine Zwei-Spieler-Variante gemacht, die er mit zusätzlichen Elementen aufgehübscht hat. Es gibt zwei zusätzliche Möglichkeiten, einen Instant Win zu scoren. Ich kann entweder über 20 Siegpunkte gewinnen oder über 10 Siegpunkte einer Farbe. Oder aber ich kann Kronen sammeln. Auf den Edelsteinkarten sind Kronen abgebildet. Sobald ich 10 Kronen habe, gewinne ich auch das Spiel sofort. Dann hat er auf den Edelsteinkarten zusätzliche Symbole abgebildet. Manche Edelsteinkarten erlauben mir sofort einen zweiten Zug. Andere erlauben mir, bei meinem Mitspieler einen Stein zu stehlen. Wieder andere sind Jokerkarten, die jede beliebige Farbe annehmen können. Und es gibt dann noch die sogenannten Privilegien. Das sind Spruchrollen, die mir einen Vorteil geben, wenn mein Gegner einen besonders guten Move gemacht hat. Wenn er beispielsweise beim Aufnehmen von Chips 3 Chips in einer Farbe genommen hat. Diese Schriftrollen ermöglichen mir, vor meinem Zug einfach noch einen zusätzlichen Chip zu nehmen und damit mehr Handlungsmöglichkeiten beim Einkauf der Edelsteinkarten zu haben. Und das Ganze ist wunderbar ausbalanciert und spielt sich sehr abwechslungsreich. Keine Partie fühlt sich an wie die andere. Und das Grundprinzip von Splendor, ich darf entweder Chips nehmen oder Karten kaufen oder Karten reservieren, bleibt unangetastet. Also warum Gutes verändern? Dann haben wir hier nochmal ein paar neue Harry Potter Lizenzspiele. Ja, zum einen wurde Cortex für Harry Potter angepasst. Cortex, das Spiel, bei dem ich leichte Intelligenzaufgaben, Spüraufgaben und Knobelaufgaben lösen kann, um letztendlich dann die 4 Teile der Hogwarts-Wappen zu sammeln und damit zu gewinnen. Aufgaben, bei denen ich gedruckte Karten abtasten kann und erraten soll, was sich auf der Rückseite befindet. Aufgaben, bei denen ich bestimmte Gegenstände betrachte und gedoppelte Gegenstände suche oder Gegenstände, die nicht dazu passen. Alles ein bisschen angepasst ins Harry Potter Universe, sodass besonders Harry Potter Fans dort sich zu Hause fühlen. Das zweite Spiel ist eins meiner Lieblingspartyspiele, ist Time's Up. Time's Up hat die Besonderheit, dass man eine genau definierte Zahl von Karten spielt, je nach Spielerzahl, in kleinen Teams, 2 oder 3 Mann pro Team. Und in der ersten Runde gilt es, Begriffe zu erklären, ohne das Wort zu sagen. Dann werden die Punkte gezählt, alle Karten gemischt und mit denselben Begriffen wird die zweite Runde gespielt, bei der ich nur noch ein Wort sagen darf. Dann werden wieder die Punkte gezählt und in der dritten Runde gilt es, die Begriffe nochmal mit Pantomime darzustellen. Und da stellt sich wirklich ein richtig gutes Partygefühl ein. Dann haben wir hier ein Kinderspiel von Castle Panic, My First Castle Panic. Ja, My First Castle Panic ist ideal für Familien mit Kindern ab 4 Jahren. Hier versucht die Familie gemeinsam, das Schloss zu verteidigen gegen die heranstürmenden Goblins. Und um einen Goblin von seinem Platz auf dem Sturm zu vertreiben, brauche ich die Karte mit dem entsprechenden Symbol. Und da muss sich die Familie eben abstimmen, wer wann welche Karte spielt, um die Goblins dann im Verlies der Burg gefangen zu nehmen. Ganz leicht erlernbar und für Kinder ein tolles gemeinsames Spielerlebnis. Dann haben wir einen altbekannten Klassiker, Dobble, aber das hier scheint eine neue Variante zu sein. Ja, genau. Dobble wird jetzt ein Mannschaftssport. Bei dieser Variante von Dobble werden die Karten nach altbewährten Regeln, ich muss immer das doppelte Symbol zwischen 2 Karten finden, laut ausrufen, dann darf ich die Karte spielen, in der Fläche ausgelegt und es spielen mehrere Teams gegeneinander. Das heißt, ich habe ein rotes Team, ein grünes, ein gelbes und gegebenenfalls sogar ein blaues. Und das Team, das es als erstes schafft, 4 Karten in eine Reihe zu legen, gewinnt das Spiel. Da jetzt bis zu 4 Teams gleichzeitig an allen Ecken des Spielplans Karten anlegen, entsteht dadurch ein großes Durcheinander am Tisch, das großen Spielspaß verspricht. Dann haben wir hier ein abstraktes Familienlegespiel, so wie es aussieht. Ja, Setup ist sozusagen Rummikub Version 2.0. Hier geht es jetzt auch in die dritte Dimension, das heißt, Plättchen, die ich legen möchte, kann ich auch auf bestehende Plättchen oben drauf legen. Und ich bekomme Punkte für die Zahl der Plättchen, die in einem Set vorkommen. Das heißt, wenn ich mehrere gleiche Zahlen habe, beispielsweise dieser Spieler würde jetzt die 8 hier legen und würde aus dem allgemeinen Vorrat vielleicht noch eine zweite 8 nehmen, dann könnte er hier 4 Punkte bekommen. Der nächste Spieler, der jetzt die 8er mitbenutzt, der würde dann entsprechend mehr Punkte bekommen, den 5. oder vielleicht auch den 6. Punkt. Und ich würde als roter Spieler auch noch einen Punkt bekommen, weil eine der 8, die wertet,
auf meinem Feld ist. Und das sind schon alle Regeln, die dazukommen. Ansonsten sind die bewährten und einfachen Einstiegsregeln bei Rummikub nicht verändert worden. Und das macht das Spiel natürlich zum perfekten Einstiegsspiel für Nichtspieler und Wenigspieler. Dann haben wir hier ein Turnierspiel, was man mit Deckbau gegeneinander spielt, sogar in 8 Partien jeweils. Genau. Also Challengers ist ein Spiel, das mir sofort zu Hause eine Turnieratmosphäre zaubert. Jeder Spieler spielt mindestens 7 Partien. Wenn 8 Spieler mitspielen, spielt wirklich jeder gegen jeden. Und nach jeder Partie kann ich mein Kartendeck nach sehr einfachen Regeln verbessern. Ich kann beliebig viele Karten rausnehmen und die Karten dazu nehmen, die ich ziehe. Und dadurch gestaltet sich jede Partie wieder anders. Und es entsteht wirklich eine Atmosphäre wie bei einem Magic-Turnier, auch wenn die Regeln viel, viel einfacher sind. Das Kartenspiel ist sehr simpel gehalten und eignet sich damit eben auch für Einsteiger und Wenigspieler. Und alle, die sich hinsetzen und spielen, wollen sofort das Turnier bis zum Ende durchspielen, was dann in etwa eine Stunde Zeit braucht. Also schnell erlernbar und sofort Erfolgserlebnisse, belohnendes Spiel und einfache Regeln. Dann haben wir hier ein abstraktes Nummernspiel, das von Rebos ist. Ist da garantiert ein Kniff drin, der daraus ein Partyspiel macht? Ja, das Spiel ist durchaus geeignet, den einen oder anderen Knoten ins Hirn zu zaubern. Denn jeder darf sich frei eine dreistellige Zahl ausdenken. Und wenn die Zahlen dann umgedreht sind, muss jeder schauen, wenn ein anderer Spieler eine niedrigere Zahl hat, dann muss ich die einzelnen Ziffern vergleichen. Und sobald ich eine Ziffer von einer niedrigeren Zahl habe, fliegt meine Nummer raus und wird nicht gewertet. Alle Nummern, die übrig bleiben, dürfen die erste Ziffer als Punkte im ersten Feld eintragen. In der nächsten Runde werden wieder dreistellige Zahlen eingetragen. Allerdings haben die Spieler, die gepunktet haben, die Ziffern, die sie bei der ersten Zahl genommen haben, nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, sie werden ausgestrichen und sie haben weniger Auswahl. Und dabei gilt es zu entscheiden, ob ich mit einer niedrigen Zahl möglichst die hohen aus dem Rennen werfe oder ob ich selber eine hohe Zahl riskiere, mit der ich dann punkten kann. Ich will also immer der zweithöchste sein eigentlich. Das wäre ideal und als zweithöchster auch keine niedrigere Zahl drunter, mit der ich eine Zahl gemeinsam habe, weil auch dann fliege ich raus. Jetzt geht es in die Welt der Kleintiere bei Mantis. Ja, Mantis ist ein sehr einfach zu erlernendes Kartenspiel. Ich versuche, Karten in der gleichen Farbe zu sammeln. Es gibt insgesamt 6 verschiedene Kartenfarben. Und bei der nächsten Karte sehe ich auf der Rückseite, welche von den 3 Farben möglicherweise auf der anderen Seite ist, mit einer 33% Chance. Und dann kann ich mich entscheiden, sie entweder bei mir selber anzulegen, um eine Farbe, die ich schon gesammelt habe, zu Punkten zu machen, oder beim Mitspieler anzulegen, um dessen Farbe zu stehlen und in meinen Bereich zu legen. Dadurch entsteht ein munteres Hin und Her von Heuschrecken, die gesammelt werden wollen. Und wer als erster 20 Mantis umgedreht hat und zu Punkten gemacht hat, gewinnt das Spiel.